Bei der Statue von König Alfred dem Großen verlassen wir unseren Bus. Alfred hatte sein Reich erfolgreich gegen die Wikinger verteidigt. Er war der erste König der Westsachsen und ist der einzige der englischen Monarchen, dem der Beiname der Große gewährt wurde. Zu seiner Zeit, so ab 827 und bis zur Eroberung Englands durch die Normannen, war Winchester die Hauptstadt von England. Die Normannen machten 1066 London zur Hauptstadt des Reiches. Neben den schön gestalteten Abbey Gardens steht die Winchester Guildhall. Es ist ein riesiges, imposantes, gotisches Gebäude aus dem Jahre 1871. Etwas weiter steht ein Fachwerkhaus, aus dessen Fassade eine Uhr herausragt. In der Fassade gibt es vier Nischen, in denen Skulpturen stehen. Es sind die Statuen von Bischöfen aus Winchester. Sie wirkten so um 1500, 1367, 1070 und 963. Auf den Sockeln unter ihnen stehen ihre Namen. Ein wichtiges Wahrzeichen der Stadt ist die Winchester Kathedrale. Sie hat das zweitlängste Kirchenschiff aller gotischen Kathedralen in Europa. Einen Kirchturm können wir nicht erkennen. Die Kirche wurde um 1079 errichtet. Ihre Bauweise verbindet die Architekturstile vom 11. bis 16. Jahrhundert. Durch die Bögen in den Strebepfeilern, die das äußere Mauerwerk verstärken, gehen wir auf einen Hof an der Längsseite der Kathedrale. Hier blicken wir auf das 168 Meter lange Kirchenschiff. Am City Museum vorbei begeben wir uns wieder zur High Street. Bevor wir die High Street erreichen, stoßen wir durch Zufall vor einem Tordurchgang auf eine kleine Kirche, die St. Lawrence Church. Sie ist wahrscheinlich normannischen Ursprungs und soll die Kapelle im Palast von Wilhelm dem Eroberer gewesen sein. Um 1069 wurde sie im Palast des Herrschers errichtet. Der Palast existiert nicht mehr. Heute ist die Kirche fast vollständig von benachbarten Gebäuden umgeben. Man muss schon sehr genau hinsehen, um sie zu erkennen. Auf der High Street kommen wir an einem Marktkreuz vorbei, dem Buttercross. Der Name hat nichts mit Butter zu tun. Es bedeutet, dass sich hier mal ein Markt befand. 12 Figuren zieren das Denkmal. Etwas später kommen wir an einem Gebäude vorbei, an dem oben wieder eine große Uhr aus der Fassade herausragt.
Es ist die Town Clock. Das Gebäude aus dem 16. Jahrhundert ist das alte Rathaus von Winchester. Bei der Trafalgar Street steht eine Reiterstatue. Dieses Pferd mit Reiter ist eine Bronzeskulptur von Elisabeth Frink. In Salisbury hatten wir bereits eine Statue von ihr gesehen, The Walking Madonna. Am Ende der Straße beim Westgate, einem von zwei erhaltenen mittelalterlichen Stadttoren, biegen wir ab. Jetzt haben wir das Gebäude The Great Hall of Winchester Castle erreicht, in dem König Arthurs Round Table ausgestellt ist. Die große Halle von Winchester Castle wurde im 12. Jahrhundert errichtet und ist irgendwann zwischen 1222 und 1235 weiter ausgebaut worden. Sie hat heute noch das damalige Aussehen. Auf den farbigen Glasfenstern sind viele Wappen dargestellt. Unter den Wappen stehen die Namen der zugehörigen Adeligen. Auf einem Fenster erkennen wir das Wappen von Queen Elizabeth. An der Sternwand der Halle befindet sich der runde Tisch von König Arthurs, der wohl 1463 dort aufgehängt wurde. Es handelt sich jedoch nicht um einen Tisch aus Arthurs Zeiten, sondern er stammt aus dem 12. Jahrhundert. Am oberen Ende ist König Arthurs auf seinem Thron dargestellt. Und rund um den Tisch befinden sich die Namen der legendären Ritter der Tafelrunde. Hier ist auch auf einem Relief Königin Elisabeth abgebildet. Und daneben in der Ecke steht die Statue von Queen Victoria. Die gegenüberliegende Wand zieren viele Namen mit Jahreszahlen. Es sieht aus wie viele Stammbäume. Ganz oben neben einer Krone steht der Name Edwardus I. Damit könnte Edward I. gemeint sein. Er war von 1272 bis 1307 König von England. Jetzt verlassen wir die Halle wieder. Gegenüber der Great Hall befinden sich die Überreste der alten Burg. Durch einen Tunnel kommen wir unter dem darüberstehenden Gebäude auf die andere Seite des Hauses. Dort stehen einige Monolithen. Das war ein Besuch beim Roundtable von König Arthurs.